So, das ist ganz schön laut. So, mach ich mal einen Ticken leiser. So, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Road 96 Mile Zero oder ja, Meile Null, ne, wie auch immer. Spielen wir heute. Das ist das Prequel zu dem eigentlichen Spiel Road 96. Das hatte ich ja auch auf meinem Kanal schon geletzplayed. Und jetzt kommt, ist jetzt Road 96 Mile Zero erschienen. Eben wie gesagt als Prequel. Und das dreht sich hauptsächlich um die Vorgeschichte von Zoe. Zoe war ja unsere Begleiterin im Hauptspiel. Die hatten wir da ja kennengelernt. Und ja, mit ihr hatten wir ja sozusagen die Revolution so angezettelt. Ne? Also wenn ihr das, ne, ich werde das auch nochmal hier nochmal verlinken. Die Hauptstory, sodass ihr das zusammen gucken könnt. Also insofern müsst ihr ja eigentlich erst das hier gucken und dann guckt ihr das Hauptspiel oder so. Müssen wir mal gucken. Aber ist auch egal. Wir gucken uns das mal an. Ich bin sehr gespannt. Road 96 fand ich sehr, sehr geil. Und starten wir einfach mal. Fahrt wiederholen. Einstellungen. Gucken wir da mal kurz in die Einstellungen rein. Untertitel machen wir natürlich alles an. Untertitelgröße. Das lassen wir alles. Das sieht eigentlich erstmal alles gut aus. Audio. Achso. Warte mal. So, Audio-Gesamtlautstärke. Voice-Over. Vollbildmodus. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Texturqualität ist in Ordnung. Das ist auch alles okay. Empfindlichkeit. Werden wir gucken. Interaktion AB. Da muss ich jetzt mal ein bisschen gucken. Abbrechen. Ist, Rennen. Rennen ist RT. Alles klar. Ducken ist RT. Reinzoomen. Rennen RT. Okay. Halt, okay. Alles klar, gut. Dann haben wir das. Ja. 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 So, hallo? Spiel, wo bist du? Hallo? 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 Okay, ich mach nur ein kleines Päuschen. So, und dann bin ich wieder. Ich habe das Spiel erstmal neu gestartet. Ja, neues Spiel starten, genau wie es passt. Fahrt wiederholen natürlich noch nicht, aber so, Zoe und Kaido. Das Spiel soll sich hauptsächlich um diese beiden drehen und wie gesagt, Zoe. Hi and welcome to a very special Sonia show. I'm here in White Sands, Petria's most luxurious community, where in the upcoming days, President Tyrak is set to make a big announcement from Presidential Park. Will it be to announce his candidacy for the upcoming election? And will the Black Brigades, the same terrorist group responsible for the attack at the wall in 86, try to interfere? Cowards. You'll just have to tune in here to GNN to find out. What's that? Oh my! I've just received word that a large sandstorm is set to hit White Sands in only a few days as well. If you recall, the last sandstorm to hit White Sands, Sandstorm Colton, caused extensive damage. But don't worry. Authorities have confirmed all precautions will be taken to assure nothing like that occurs again. White Sands. What a truly wonderful place to live. And I would know. Like President Tyrak himself, I'm a resident too. And that has been your Sonia show. Total BS. Das ist Kaito. Oha. Ach du Scheiße, das sieht mir aber aus nach einem Quicktime-Event. Das sieht zumindest danach aus hier. Oder nicht? Oder doch? Drücke beliebige Taste. Achso, ja klar. Sollte man natürlich tun. Okay, das scheint eine Erinnerung zu sein. Ja, er schwelgt in Erinnerung. Und es geht gleich los mit einem Quicktime-Event. Ach du Scheiße. Okay. Oh. Oder ist es mit Controllerspiel? Oh. Ah. So. Oh, Alter, wie soll ich da denn? Soll ich da denn zielen? Oh, komm.
schon der nächste. Ah, zum Sprengen. Das war knapp. Hier zum Drücken. Drücken. Wir scheinen Kaito zu spielen. Ich denke mal. Ah ja, okay. Okay. Also auch er hat seine Dämonen im Spiel. Oh, es geht weiter. Nein. Oh, das war knapp. Frag sie nur, was denn diese Schlingen sind. Ob das irgendjemand ist oder irgendwas. Ich meine, das... Alter. Ja, man kann es auch vertreiben. Das müsste Zoe. Das müsste dann Zoe sein. Oh, jetzt spielen wir Zoe. Den Visionen würde ich auch mal zum Arzt gehen. Oder ab ins Ohr. Was ist das denn für ein Intro, Alter? Der Verlust von Aya. Ayas Memory. Arslan Elbar. S Plus ist gut. Alter Schwede. Okay, also nochmal. Also Kaito, ich weiß nicht, ob wir Kaito jetzt konkret spielen. Also Kaito hat seine Freundin Aya verloren. Ayas Memory. Und Arslan Elbar und und wir haben dann wohl Zoe kennengelernt. Oder soll das hier Aya sein? Rechts. Neun, willst du deinen Rekord übertreffen? Story fortsetzen. Also. So, und wie wir das auch schon kennen, unten rechts sieht man ja die Symbole, Zoe und Kaito. Und das Gelbe, was sich dann im Hintergrund füllt, das zeigt dann halt an, wie weit wir mit deren Stories sind. Drücke eine beliebige Taste. Didn't we say you were gonna stop playing that thing? Oops, guess I forgot. Sorry. Nochmal, würde mich mal interessieren, was aus Aya oder beziehungsweise warum Aya, was wie auch warum und weshalb und überhaupt. Denkst du wieder an Aya? Könnte ja auch seine Schwester sein. Muss ja nicht mal seine Freundin gewesen sein. Ist dein Hund gestorben oder so? Warte mal. Kennst du wieder Aya? And free White Sands, you know? Seriously crazy, all that's happened in 2 years. Ich weiß, wir wurden Freunde. Du denkst oft an Aya. Aya, I mean... Beste Freundin. She was my best friend, Z. Before you, anyway. All the drilling, the pollution... It took her so quick, man. I barely had the chance to say goodbye. Yeah. She's never coming back, you know? Never again. She's gone. Okay, sie ist also aufgrund von Umweltverschmutzung gestorben? Habe ich das gerade richtig verstanden? Effing Cancer. Effing Petrin. Ah. Mh. Anyway, thanks for listening. I forgive you for blasting my eardrums. Okay, also sie ist aufgrund von Umweltverschmutzung war sie an Krebs erkrankt und ist dann gestorben. Alles klar. Hört mich zu. Ich bin Künstlerin. I don't know about that. Yeah, I guess we all got our demons, huh? Sag ich doch. Nö, ich habe keine Dämonen. Darüber will ich nicht sprechen. Sorry, but maybe you should. See, you were at the wall in 86. You saw all that go down. So messed up. You need to talk to somebody. Before all that eats you up inside. Ich
Ja, vielleicht hast du recht. Wir wollen ja auch das Vertrauen ein bisschen erhöhen. I'm telling you, Z. Attention, citizens. Works are ongoing in the residence. Hey, sounds like they're setting up the park stage. Probably for something lame like a Little Tyrax concert. Wer ist das noch gleich? Die mag ich nicht mehr. A Little Tyrax? What? Yeah, right. You can't fool me, Z. Probably got their posters somewhere in your room. Weren't you gonna go to a concert of theirs once with your dad? That sucks. But he is a busy man. I mean, he's the Minister of Oil. Look, I gotta go. I'm supposed to meet my mom at the square. See you later, Z. Later, Kay. Say hi to your mom. Will do. Oh, and check out the tape I left you. Sure, man. Catch you later. Okay. So. Kassetten, die nehmen wir mit. Aya's Memory. Ach so, das ist die Musik. Ah ja, alles klar. Hm. Okay, okay, okay. Und das dürfte Super Skate. Das ist doch sicherlich das, was wir gerade gespielt haben, oder? Eine Sekunde mal kurz. Hier. Ah. In der Ferne sieht man Colton City. Ich war dort noch nie, aber Kite und seine Eltern haben dort früher gelebt. Ja, sieht sehr gesund aus, deswegen ist auch kein Wunder, dass man da an Krebs erkrankt, mutmaßlich. Gibt in White Sands viele Statuen von Präsident Tyrek, aber diese muss die verrückteste sein. Ja. Ja, ja, das ist eben das Prequel, ne? Das ist im Prinzip der Part, wo Zoe dann eben halt, ich weiß gar nicht, war Zoe nicht irgendwie, also deren Vater war ja irgendwie, wie er ja schon gerade sagte, Minister für Öl oder was weiß ich? Oder Ölminister, also irgendwie sowas. Ja. Tyrek. Und den haben wir ja letztendlich in der Hauptstory haben wir den ja revolutioniert sozusagen. Komm hier eigentlich runter? Nee, komm. Okay. Was ist hier noch? Kann man sich hier was angucken? Okay, alles nur sehr verschwommen. Was kann man hier machen? Ein bisschen relaxen, chillaxen. Unsere kleine Schlafecke für den Fall der Fälle. Um ehrlich zu sein, schlafe ich lieber in meinem Bett, so unordentlich es auch ist. Naja, gut, meine Schlafecke, ich sag mal so, ein Stückchen Pappe, es ist so ein bisschen, naja. Aber trotzdem irgendwie, cool. Schon gemütlich. Auf einer Baustelle, ich weiß nicht, ja, es ist, naja. Okay. Was haben wir hier? Nehmen. Ein Aufkleber von Kaito und Aya. Okay. Ah, also die beste Freundin von Kaito. Everything okay, young blood? Yeah. Everything's fine. Look, it won't be much longer now. We're close to getting the codes. Just remember the deal. Robert's counting on you. Huh? Who was that, Kaito? What are you hiding from me? Vielleicht der Erste, der einen Anschlag plant oder irgendein Krams. Naja. Lass uns mal hier gerade gucken. Achso, hier kommen wir gar nicht hin. Alpha-Wand. Was heißt Alpha-Wand hier? Alpha-Rohr. Obwohl, das klingt auch fies. So, ups. Was war das? So, jetzt haben wir hier insgesamt 3 Möglichkeiten. Aber gehen wir erstmal raus. Attention, a Tai Chi session with Cyrus will soon begin in Presidential Park. Keine Ahnung, ich denke mal, wir werden hier verschiedene Orte abgrasen können. Zu den Oasenvillen könnten wir hin. Wir könnten auch zum Präsidentenpark, ich glaube, das machen wir als letztes.
Und hier können wir zum Tyrek-Platz. Ich glaube, wir machen erstmal die Villen, oder? Die Villen, das ist aber, da würden wir nach Hause laufen, glaube ich. Zum Präsidentenpark. Ist, glaube ich, egal, wir können ja alles spielen. Zum Tyrek-Platz. Komm, wir gehen erstmal nach Hause. Wir gehen erstmal nach Hause. Die anderen Sachen werden wir sicherlich auch spielen können, hoffe ich. Dear residents and workers, it is time for our national anthem. Na, ein Glück. Oasenvillen, 1. Mai. Sieht aber nett aus. Naja, muss sich ja schon lohnen, wenn man schon Tochter eines Ministers ist, dann erwartet man da auch schon ein bisschen. Okay. Boah, sieht nett aus. Natürlich alles schön mit Lautsprechern versehen. Klar. Oasis Villas. Home sweet home. Home sweet home. Attention. National anthem time has begun. Warte. Oh. Das war mal eine Kurzhymne. Whoa there. Whoa there. Tyrek, 10 years old, but 1,000 years wise. Has reserved this swing set. Okay. Die soll also gehen, ja? Yes. Wait! Colton has spoken. Ja, Colton. You may stay. If. If. If you give me a push that is both firm and gentle. Colton would like you to push him. This is quite an honor. Ja, voll die Ehre, ja. Ah, ja, okay. You will find pushing Colton to be life-altering. Ich hoffe nicht. As long as you push me in a rhythmic manner, we should be just fine. Achso, warte. Father pushes better, or so I would imagine. More altitude! More altitude! Das war abzusehen, oder? Guten Tyrek, er fliegt, er fliegt. Ah, find's lustig. Wait till Father hears about this on his answering machine. Z, over here. Ja, gut, warte mal ein Sekündchen, Kaito, ich will hier mal gerade ein bisschen rumgucken. Wo ich zu ihm komme. Almost ready? Anyway, almost ready, we just can't be too careful these days. Their numbers are growing. No, sir, we cannot. Das ist Tyrek, ne? Was nicht? Wer ist dieser Kerl? Achso, nee, das ist dann der Vater. Okay, das ist mein Vater. Okay, alles klar. Was ist denn hier los? Zoe? This is Adam. Was ist Adam? He's your new bodyguard. Ach du Scheiße, nein. Ich will keinen Wer-Wat, wie bitte? You heard me, young lady. Das ist wirklich nicht. Ich will aber keinen Bodyguard. I'm afraid it's necessary. Ist es nicht? Colton Papa. Ist es nicht Colton Papa? Kann ich mich selbst aufpassen. I can't take that risk, Zoe. Your father has enemies. As unfortunate as that is. Was hat das denn mit mir zu tun? I won't hear another word, Zoe. Adam will start immediately. I told him your friend Kaito is not to enter our home. Ah, toll. Warum darf Kaito mich nicht besuchen? I don't know him, nor his parents, Zoe. And they come from Colton City. Now, I'd like to have another word with Adam. Alone, please. Ja, ich gehe schon. Don't let her out of your sight. Ah, toll. Me? Super, jetzt haben wir noch einen Fifi. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Wo hier könnte ich mich jetzt auch schon niederlassen, das wäre schon. Das sieht auch ganz gut aus. Sonjas Pool. Die Leute sagen, es ist mit Champagner gefüllt. Eines Nachts haben Kaito und ich das testen wollen und daraus getrunken. Ich muss sagen, das war der schlechteste Champagner, den ich je getrunken habe. Ja, ich glaube auch nicht. Achso, das ist Sonjas Haus, ne? Also hier von der Moderatorin, die wir gerade gesehen haben. Ja, okay, das ist ja auch ihr Auto hier.
Das sind dann unsere Butze da oben. Das sieht aber bei uns ist ganz schön ramschig aus, ne, muss man ja sagen. Im Vergleich zu ihrem. Alter, die hat aber auch, ne? Guck mal, wenn man so guckt, sieht, das ist ihre Butze hier. Dann hat sie hier dicken, fetten Pool, hier dicke, ne? Alles Terrasse und alles. Und wir sind gerade mal hier. Ja, wir haben gerade so eine kleine ramschige Hütte. Ah, ich weiß nicht. Also für einen Minister ist das schon ein bisschen wenig, muss ich sagen. Ach, geht noch was. So, das ist ihr Auto. Oh, warte mal, was kommen wir hier mal? Die Limousine von Sonja. Ich habe gehört, sie soll darin einen Fernseher und riesige Fernbedienung haben. Ja. Sind da ja schon mal mitgefahren in der Hauptstory. So. Können wir hier noch was gucken? Was haben wir denn hier? Reward. Reißen, besprühen. If you have any information regarding the Brigade Radio Transmitter, reißen, besprühen. Guckt gerade jemand? Reißen, befestigen. The Minister must be very proud of her. Okay. Ist free. Es ist frei. Diese Entscheidung hat Auswirkungen. Ja, okay, wir lassen es mal lieber. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen das hat. Ein Poster ist erstmal auch nur ein Poster. Haben wir hier oben noch irgendwas? Nischt. Hier. Ganzen. Ja, wir können natürlich alle besprühen, alle reißen, aber ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Hier können wir mal kurz gucken. Schloss knacken. Okay. Ja gut, so einfach geht das. Was ist das? Ein Ball? Ein Flummi wurde dem Versteck zugefügt. Aha. Ein Flummi haben wir jetzt. Ist ja geil. Oh, kann man hier spielen? Nee, ne? Minigolf. Aber auch eine schöne Gegend. Der Triumphbogen da noch. Aber ansonsten eine schöne Gegend an sich. So, gehen wir mal zu Kaito. President Tyrak. Alles im Bau hier. So, wo war Kaito? Da war Kaito. Kaito! Hey, sie. Ah, was ist das hier? Oh, ich frage mich, ob President Tyrak gerade zusieht. Achso, das ist die Butze von Tyrak? Ja, okay, sieht so aus. Macht ja auch Sinn. Da ist auch die fette Statue gleich daneben. Hey Steve, wie geht's, meine Lieblingswache? Me? Oh, just out for a walk. Okay, ich vor Tyrants Palast. Also du magst keine Spaziergänge vor Tyrants Palast. I guess that's where I am, isn't it? Okay, du Verrückte. Madam Zoe, remember when you used to babysit Colton? Wait, you babysat Colton? Really? Die Bezahlung war schlecht, aber ja. Du scheinst erstaunt zu sein. Good thing you had that toy as a reference. Would have been lost in the palace otherwise. Ein Spielzeug? You know, that very detailed palace toy that Tyrek gifted to all Oasis Villa residents. Oh, das Spielzeug. Keine Ahnung. Ja, und das Palastspielzeug, du bist 16 Jahre alt, Bro. So what? Come on, let's go. Later, Steve. Later, Kaido. Yo. So, jetzt mal gucken, ob der Bodyguard gleich anspringt, weil der dürfte eigentlich doch gleich sagen. You're dead. If he sees me, we're both in trouble. Wait. Who's the dude with the mustache? Ja, ist mein Bodyguard. What? Anyway, how are we gonna get past them? Zeit für ein bisschen Zoe-Magie. Godspeed, Sie. Und wie soll die Magie aussehen? Wieso? Ja.
Artikel darüber, wie die Regierung den Opfern von Brigadeangriffen hilft. Ich hoffe, sie können sich erfolgreich wieder in die Gesellschaft integrieren. Okay, gute Nachrichten für die Macht. Macht so. Okay, keine Ahnung. So. Did you really just follow me over here? Dude. I need you to distract your dad, see? Remember? Ja. Ja, weiß ich doch. Ich dachte, du gibst mir nur ein Signal, wann ich was machen soll. Ablenken. Hey Papa, können wir kurz sprechen? What is it now, Zoe? Musst du heute nicht arbeiten? Also, Zoe, musst du da arbeiten? I have responsibilities to this country. You know that. Responsibilities? Absolutely, sir. The Minister of Oil has many. Oh, I believe it, sir. I suppose I like to think of myself as a conduit between the president and the people of this fine nation. You're an excellent conduit, sir. Ein Bindeglied, das ist ja toll. Noch was? Warum darf Kaido nicht reinkommen? We've been over this. You're my daughter. As such, you ought to be careful of the type of individual you associate with. I don't know this Kaito, nor his parents for that matter. Ja, okay. Eine Sache noch interessiert, aber ich muss los. See, Adam, my daughter can sometimes be very peculiar. I can see that, sir. Very peculiar indeed. Hier bin ich am Sender. So, da steht eben. In dem Brief von einem Fan steht: Liebe S, du bist die Sonne meines Universums, die Marmelade in meinem Berliner. Dein geheimer Verehrer, die Marmelade in meinem Berliner. Was ist aller Welt? So, auf das rein. War das auf eine Einladung? There you are, Madam Zoe. Moin. Ah! Oh, sorry. I'm Adam. Your dad hired me to be your new bodyguard. Tja, ich brauche keinen Bodyguard. Your dad. I mean, Minister Muller thinks otherwise. A lot of whack jobs out there. Spinner wie dich? Ich brauche wirklich keinen Bodyguard. I guess you need to talk to your father about that. But don't think of me as your bodyguard. Also was soll ich dich sonst betrachten? Mir gefällt diese Wendung nicht. Was soll ich dich sonst betrachten? Think of me as your slightly older friend with a mustache. Ja, toll, ganz toll. Du bist wirklich seltsam, ha? I hear that a lot. Yeah. Adam, another word. Oh, I guess I gotta go. But stay right here, okay? Ja, ja, because ja. Because you ja. And I have some serious hanging to do. Ja, 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 ja. Mach du, Mann. Mach du, Alter. Das war wirklich knapp. Is that guy gone? I can't believe you have a bodyguard now. Ja, das ist mega nervig. The door's locked. Got the key? Ja klar. Wird einmal geknackt und ist gut. Hier. Oh, alter Schwede, das ist meine... Dude, you should like turn to a life of crime. Er ist meine Butze, dass ich hier nicht reinkomme. Nice. Du hast aufgeräumt? Na, ich weiß ja nicht. Aber jetzt mal gucken wir uns mal kurz ein bisschen um hier. Musik läuft natürlich auch ständig. Tyrex. Das sind die Tyrex, the little Tyrex. Aha. Alles Propaganda. Was garantiert auch der Musik war. Ich liebe Musik, was soll ich sagen? Ich bin einfach einzigartig und dann spielt sie halt sowas. Ja. So. Mach dich nicht über mich lustig, Mann. I'm not. For you. This is clean. Okay, es geht also noch schlimmer. So, this toy Tyra gave you. Das könnte ein Ende der Kiste sein. Warum interessiert dich das so? I don't know. I guess I like novelties. Irgendeine Kiste. Das können wir hier wahrscheinlich auch nicht. I knew it. You do have posters of the little Tyrax. Erzähl es bitte niemanden, bitte. Don't worry, your secret's safe with me. Probably. So, about the toy. Dang, we need to go. Adam Zoe, your door was locked?
Zoe! We were gonna hang! Wir wollten doch abhängen. Ey, das ist wirklich mega unangenehm, der Kerl, ey. Ach, jetzt geht das schon wieder los. Okay, das ist die zweite Runde. Jetzt sind wir wieder ein bisschen geskated. Auf der Flucht vor Adam. Mutmaßlich. Ups. Ich glaube, wir können ein bisschen Copyright-Probleme kriegen. Aha. Oh, Sonja! Moin! Als wenn er... Ist er eben mutiert oder was ist da los? Alter! Na gut, immer eben so einen Tower hoch zu juckeln, hat sie schon ein bisschen Speed. Wo das. So. Adam, ich komme, ja! Ja, toll. Das war toll. Ach, Mann! Alter, was war das denn gerade? Aber was sie sagen wollte, das ist ja The Offspring, ne? Im Hintergrund. Ich hoffe nur nicht, dass wir da... Da kriegen wir sie wieder Stress. Copyright-mäßig. Daneben. Ich hab getroffen. Siehst du doch. Ein Glück. Aber der wird uns garantiert auf den Sender gehen. The Offspring, sag ich sie. The Offspring, no brakes. Keine Bremsen. Euer Rekord. Mit Reason, Adam. Okay, cool. Story fortsetzen. Attention. Due to rising temperatures, water has been diverted from Tyrek Square. Thank you. Tech von KNC. Gut, da machen wir in der nächsten Folge weiter. Also vielen Dank fürs Reinschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Road 96.